dürfte an die Roten gehen. Zwei von euch fangen hier schon mal an. Habt ihr? Gut. Ulima bleibt immer zurück und baut. Hab ich gesagt, baut. Der holt Pikmin. Eins, zwei und einen roten zum Wegtransportieren. Die Dinger gehen so weg. Die Dinger gehen so nicht weg. Eins, zwei. Ah, ja. Könnt ihr verdaut werden? Oder seid ihr da drin einfach nur trapped? Kriege ich die Pikmin jetzt wieder oder nicht? Nein, du sollst die Bombe aufheben. Du sollst die Bombe aufheben. Alter. Heb die Bombe auf! Boah, Alter, in was für einer Krabbelgruppe bin ich hier gelandet. Sorry. Gut. Es gibt sehr viele Bomben von allen möglichen Sachen. Eins, zwei, drei. Da eins ran. Nehmen wir noch eine Bombe mit. Holen uns noch hier. Ulima macht Sachen. Actually haben wir mittlerweile ziemlich viele rote. Wir sollten lieber ein paar schwarze machen. Haben wir. So, die Bombendivision. Klock, klock. Ihr müsst das nicht tragen, Leute. Gut. Das war nicht, was ich anvisiert habe. Alter, mach doch! Nice. Holy Mary Mother of Fuck! Kommt ihr bitte? Gut. Alter, der Controller macht ein bisschen Abgang. Jetzt geht er die ganze Zeit nach rechts, Alter. Was soll das denn? Muss ich mal ganz kurz Auto fahren, damit er sich wieder normalisiert? Jetzt hat er sich normalisiert. Komisch. Egal. Ist mir auch egal. Sehr gut. Ihr tragt das doch bestimmt. Ja, am Gegner vorbei. Sehr gut. Louis, du gehst zur Schwibal. Und dann realisieren wir, dass wir tatsächlich relativ wenig Pikmin haben und vielleicht mal ein paar machen sollten. Wir sollten eigentlich wirklich ein bisschen darauf priorisieren, Sachen einzusammeln. Vor allem die Dinger da, aber da brauchen wir erstmal 12 oder so.
Zweifel diesen Klumpen an sich. Das sind 6 Stück. Mit dem zusammen habe ich 9. Das reicht nicht mal ansatzweise. Komm, 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 komm. Dieser Boulder hat mich echt hart gefickt. Da kannst du sagen, was du willst. Das Gute an den Felsbecken ist, die bleiben nicht am Ding kleben, sondern können sofort wieder weitergeworfen werden. Ja, komm, jetzt mach. Mach doch! Louis, du gehst Pikmin holen. Wir bräuchten noch ein paar Bomben, da sind noch so ein paar große Viechers. Irgendwo müssen die Pikmin ja zurückgelaufen sein. Genau, das war das Ding hier. Wie viel haben wir jetzt? Genug. Dann holt ihr euch den. Ihr holt euch den. Ulima geht wieder zurück zur Zwibbel. Zum Zwibbel-Met. So, die Sachen sind mittlerweile ebenfalls da. Wo sind denn da rote Pikmin? Vorne in dem Ding da drin oder was? Anscheinend. Kacke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Und die restlichen gehen nach da. Super. Dann würde ich nach da drüben gehen und mit einem Pikmin tatsächlich schon mal anfangen, die Sachen zu holen. Oh ja, kotz aus, Junge. Mit dem einen. Schnellbaukommando. Ulima bleibt da und zieht die Pikmin zurück, die wiederkommen. Sechs Stück und 1, 2, 3, 4. 3 an das Teil. Sehr gut. Ulima holt sich dann die, die dann kommen werden. Louis geht wieder da. Halt. Was machen die? Ach, das sind die Scherbenträger. Ja, ja, genau. Dann gehst du dahin. Musst auch pflücken, Minion. Und am besten schnell. Gleich kommt davon noch mehr. So, er macht die Sachen. Ihr kommt alle mit. Mit alle meine ich ein paar von euch. 1, 2, 3, 4. Mein Controller macht mich gerade wahnsinnig. So, die zwei Früchte gehen auf Reisen. So. Die Brücke bauen als höchste Priorität. Da haben wir uns gemerkt. Und dementsprechend dann natürlich auch erstmal komplett ignoriert.
So. Olima, you know the drill. Wer würde sterben? So, haben wir noch ein, zwei rote. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Das eine Ding befindet sich auf der Heimfahrt. Das Ding befindet sich auf der Heimfahrt. Und da oben drauf sind noch eine neue Goldklumpen. Alles klar. Das wird wieder einmal etwas knapp. Glücklicherweise kann ich vom anderen Ende der fucking Map callen. So Leute, los geht's. Komm mit. Oh. Erstens, was zum Henker riecht er? Zweitens, wie zum Henker riecht er durch den Anzug durch? Nehmt alles. Time is running, boys. Or plants. I don't know what you are. Banane und Studentenfutter. Nice. Die Orgie des kleinen Mannes. Guten Hunger. Das kommt, das kommt. Das ist da, das ist da. Das da drüben ist der Rest der Map, der abgeschlossen ist. Krasser Move, oder? Fuck, 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 fuck. Ich hab denen keine mehrere Pikmin zugewiesen. Dann sind die natürlich zu langsam. Grauenvoll. Grauenvoll! Nochmal. Absolut unakzeptabel, Leute. Yes, yes, yes. Komm, shut up. So. Du bleibst bitte an der Zwiebel dran. So, und ihr kommt jetzt mal alle mit, bitte. Sehr gut. So, 1, 2, 3 dafür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dafür. Sehr gut. 1, 2, 3 dafür. 1, 2, 3 dafür. Ich hoffe, der eine... Ja, das haben wir schon fast gedacht. Den habe ich zu weit geschmissen. Der hat sich nicht mehr dafür zuständig gefühlt. 1, 2, 3 für euch. Sehr gut. Ich habe es befürchtet. Ja, gut. Rückzug, Rückzug, Rückzug.
So, da haben wir doch schon eine kleine Übermacht. Erst die Wand. Erst die Wand. Also die Wand hat Priorität. Sehr gut. Das ist extra. Das können wir also zum Angreifen benutzen. Eine Bombe hier noch mit drauf. Super. Attacke. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Weg. Sehr gut. Da unten sind nochmal drei Bomben. Das will ich mir nicht lumpen. Kommt drauf an, was für Stuff. Wenn es nicht ums Programmieren geht, ist meine Wahrscheinlichkeit zu helfen sehr gering. Weil ich es wahrscheinlich nicht kann. So, haben wir. Ulima, du machst Abtransport, as always. Ausschwärmen, einsammeln. Natürlich passt das mal wieder auf einen nicht. Aber das ist kein Problem. Doch, da habe ich genau das eine Pikmin gefunden, was mir gefehlt hat. Super, das geht jetzt auch auf den Weg. Schwuppdiwupp. Das war Louis. Ja. Kein Paradebeispiel, aber hat funktioniert, oder? So, Louis, du bleibst zurück und baust Sachen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob noch irgendwo große Gegner sind, weil ich habe hier noch ein kleines Bum-Bum. Ja, du da. Absolut perfekt, Leute. Absolut perfekt. Wunderschön. 10 out of 10. 100 auf 100. Louis! Warum pflückst du nicht? Gut. Ihr fängt damit schon mal an. Na, meine Übermacht. Wie schaut's aus? Wunderbar. Eins. Viele. Wo ist der zweite Haufen gewesen? Da drüben. Ah, ein Sipp. Prost. Ah, you are stuck in a permanent loop that cannot be exited. Klatsch, keine Gefahr mehr, klatsch, keine Gefahr mehr, einsammeln. Sehr gut. Einsammeln, noch mehr einsammeln. Herz allerliebst. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Das. Aus. Pfui. Super. Ich hab's gerade gehört, meine Blöcke ist fertig geworden. Ich will mal kurz was ausprobieren. Geht das noch? Weil das gab's damals auf der Wii, gab es das. Und zwar...
Jo, ich habe die 6 Leute bei mir. Die sind nicht zurückgeblieben. So, diesmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diesmal haben wir zwar weitaus mehr Zeit, aber trotzdem. Kommt Leute, mehr. Nehmt Gold und holet euch. Dong. Gut, das wird gerade alles geholt. Jetzt müsste ich mal ganz kurz wissen, da drüben sind noch welche, die ich habe liegen lassen. Es gibt ja noch einen Gegner, der einen Schatz hat. Gut. Es ist nur der eine Gegner, der noch einen Schatz hat. Holy shit, seid nicht fucking annoying. Hast du ganz zufällig noch einen Schatz für mich? Du warst kein Pikmin. Du hast nicht indirekt einen Schatz, aber du machst es mir einfacher. Denn das wird relativ schwierig, wenn sie Dienstag und Donnerstag streamt und ich Montag und Freitag. Und das kommt noch mit dazu, ja. Haben wir. Hammer. Kommt mal bitte alle her. Wir klatschen jetzt noch die Gegner hier weg, damit auf der Karte wirklich nichts mehr den Eindruck verfälscht, dass wir alles tot haben. Jo. Das bewegt sich zum Ziel. Irgendwie kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, dass das klappt, weil die Goldmedaille ist ja noch nicht mal... Nicht mal die Goldmedaille ist erreicht. Jetzt soll ein Schatz nur noch da sein und dann soll ich Platin haben. Ja. Genauso. Andersrum wird's kritisch. Ja. Da ist ein Problem. Fast 10.000. Meier, mei. Du hast deine Katze schwarz gemacht, damit sie zum Overlay passt. Was? Die Früchte, die wir gefunden haben, haben mich an die Forscher von Copper erinnert und ihre Mühen, die sie auf sich genommen haben, um ihre Welt zu retten. Nachdem die Hälfte der Früchte weg war, habe ich Louis dazu befragt, der prompt einfach weggelaufen ist. Man hat es nicht leicht mit ihm, aber er ist mein Partner, also muss ich ihn zurückholen. Nein, ich hätte deine Katze nicht, aber wie zum Fick hast du deine Katze schwarz gemacht? Finden Sie Louis, arbeiten Sie sich so schnell wie möglich durch die Wände, verschwenden Sie keine Zeit mit Kreaturen. Es sei denn, sie nagen schon an ihnen, dann dürfen sie sich meinetwegen wehren. Möglicherweise war ich gestern Abend etwas zu hart zu Louis, wegen seines exzessiven Appetits. Als Pilot und seinen Mentor war es falsch, sich
von seinen Gefühlen hinreißen zu lassen. Natürlich ist er nicht frei von Schuld, aber es ist schlicht meine Pflicht, ihn zu finden, nachdem er weggelaufen ist. Und wenn das erledigt ist, muss ich wegen meines heißblüterigen Temperaments etwas in mich gehen. I still don't get it. Okay. Der Spawn gefällt mir gar nicht. Sammeln wir das Ding schnell ein. Ja, ja, komm hier, guck mich an. Nee, nee, hier, guck mich an. Holy shit, Alter. Und das ist eine Time Challenge. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen blind. Wo sind denn die Bomben versteckt? Actually, ernst gemeinte Frage. Wo sind die Bomben? Nicht nur wegen des Gegners, frage ich, sondern vor allem wegen der Wand, die dahinter ist. Okay, mal ganz ehrlich. Wo genau muss ich hin? Ich glaube, ich habe versagt, weil ich keine Pikmin mehr habe, oder? Hä? Leute, ohne Spaß, ich check's nicht. Also, klar, man kann den Kampf ja mit den gelben Pikmin machen. Aber wo? Ich dachte, Louis ist einfach nicht da. Oh, my dick! Jetzt verstehe ich, was du meinst, Gibby. Sorry. Dann suche ich mal Louis. Ja, und Louis weiß bereits, wo du bist. Weil der steht in der besseren Position. Und der hat Hunger. Ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, ob du deine echte Katze angemalt hast. Ja. Ich gebe es zu. Ich weiß nicht, was das hier macht. Es tut mir leid. Mein Hirn ist begrenzt. Und einen sehr großen Teil dieses Gehirns muss ich für andere Sachen reservieren. Keine. Ich weiß, schlechte Ausrede, aber ey. Also, der Corcus Knaxus, ne, der ist hier noch nicht ganz gefallen. Ich sag's mal, wie das ist. Ich muss den tatsächlich besiegen. Der lässt Bomben fallen. Jetzt fehlt mir genau ein Pikmin. Wenn
Wenn du zwei Bomben brauchst, bin ich erledigt. Ich bin erledigt. Also ich kann mir erstmal viele Pikmin damit machen, ja. However, das funktioniert hier nicht ganz so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! I understand everything. Every secret in the world solved. Just like that. Die Lösung des Problems ist also doch nicht, ich kämpfe mit wenigen Pikmin. Not. Haben wir Bomben? Ja, hast du sie aufgehoben? Nein. Heb auf, Junge. Meine Fresse. My mental health? Gone. Demolished. Die in death. Geil, wie er auf seiner Nase liegt, Alter. Ich gehe jetzt tatsächlich relativ ungern nur hier mit weiter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wir müssen erstmal gelbe Pikmin nachholen. Und die eine Bombe. Mich an. Yo, das hat ihn ja gar nicht interessiert, Alter. Scheiße, Alter. Mau. Hualawam. Kacke, 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 kacke. Was du nicht besiegen kannst, kannst du ignorieren. Das wird entweder ein unglaublich geiler Double Kill oder mein Untergang. Mein Untergang! Mein Dick! Gut, dass sie da gerade zusammengelegt haben. Sonst wäre das ziemlich schwer gewesen, die zu bekommen. Ja, ja, ja. Hebt auf, Kinder. Sehr schön. Tragt das Ding weg. Holt mir die Bombe. Sehr gut. Wie viel habe ich davon jetzt? Zwei. Reicht das?
Wird kritisch. Oh, belastend. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass das auch meine Leutchen killt. Tja. Du kannst da gerne noch weiter draufhauen, aber ich gebe dir mal einen Tipp, es wird dir nichts bringen. So. Da kann uns keinen Schaden machen, der kann die nur wegbringen. Glaube ich. Eigentlich möchte ich nur ungern mit wenigen Pigment gegen eines dieser Riesenviecher kämpfen. Nicht gemacht. Nicht. Lass mich raten. 5, 7. Even worse. You deserve the death sentence. Sehr gut. Aufheben. Aufheben. Ich brauche mehr Sklaven, wenn ich gegen das Vieh kämpfen will. Ist die Mission vorbei, sobald ich beide Teile einfach aufhabe? Also beide Richtungen? Also diese Brücke quasi aufgemacht habe, ist dann vorbei? Würde Sinn machen. So, nicht, dass bei der 5-Minuten-Marke gleich Feierabend ist. Was Platin angeht, nein, ist es nicht. Bin da. Sehr gut, du flickst auch. Gut. Dann machen wir jetzt triumphalen Machtdemonstration. Wenn das Vieh spawnt, klatschen wir es instant in den Boden zurück. Geil. Habt ihr gesehen, wie das nicht funktioniert hat? Lasst euch mal weniger wegschütteln und macht lieber mehr Schaden an dem Ding. Schönes Ding. Sehr gut. Du machst das auf. Louis, du gehst bitte zurück. Sehr gut. Aufmachen. Nein, jetzt ist es Gold geworden. Alter, 4 Minuten brauche ich auf meine Uhr. Alles klar. Neustart. Die Mission ist wahrscheinlich vorbei ab dem Moment, wo die Tür auf ist. Ich habe 10 Minuten Zeit, also übersetzt. Alles klar. Diesmal wissen wir, wo es lang geht. Wir werden es gleich trotzdem verkacken. Sehr gut. Chivapchichi. Da lang. Sehr gut. Ihr macht dann auch gleich mal Pikmin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Ihr geht da rein. Ulimar Time. Ihr kommt mit. Grabe Time. Nee, nee. Kannst ruhig drinnen bleiben, Minion. Komm, bin dann mit dich. Geh da rein! Danke. Das musste kurz sein. Ihr habt eure Bomben. Habt ihr sie auch mitgenommen? Ja, seht ihr, ihr Spezialisten. Das habt ihr wieder nicht gemacht. Alles klar. Einer so. Der nächste so. Eins, zwei, drei. 2, 3 und läuft schon mal bis nach da rüber zu Dingens. Der hat seine. Wo sind seine Bomben, Pikmin? Ach, nimm die doch mit, Jung. Komm mit. Ja, fein. Gut, alle anderen bleiben da. Bombenleute, mitkommen. Eins, zwei. Holy shit, zum Glück hat das gereicht. Drei. Sehr gut, sehr gut. Und wo ist die Bombe, die von dir gespawnt ist? Sehr gut. Nochmal zwei Bomben für die Wand. Zack, zack. Weg mit dem Gerät. So, du gehst dahin. Ihr kommt mit. Holt euch den da. Holt euch den da. Boah, Alter. Lemminge oder Pikmin? Kannst du dir deine Gefahr auch einfach nur aussuchen, oder durch welche Art und Weise du sterben willst, ne? Zwei, drei. Aufsammeln. Würde ich ganz gerne so machen. Weil den wissen wir ja mittlerweile, können wir damit nicht treffen. Die Wand auch nicht. Gut zu wissen. Eine Bombe für umsonst. Super. Absolutely fucking wonderful. Sehr schön. Mitnehmen. Perfekt. Und danach gehst du die gleich holen. Wie schaut es bei euch mittlerweile aus? Hervorragende Arbeit. Einsammeln. Perfekt. Mitnehmen. Super, super, super. Du hast deine Pikmin auch schon mitgenommen. Naja, nicht wirklich. Die da mitnehmen. Und dann auch gleich liberaten. Pflück, Minion, pflück, wie ihr... Schwarzer auf dem Baumwolf, ey. So, da war mein rassistischer Witz. Kommen sie auch morgen wieder, dann habe ich wieder einen. Super. Das da werde ich schon mal anvisieren. Und jetzt rein ins Loch. In the meantime. Perfecto Gigantico. Uns fehlen zwei Pikmin, bis wir die 100-Schaft voll haben. Brauchen wir ehrlich gesagt nicht. So, du da, komm mal her. Angriff. Hervorragend. Nein, du sollst die Bombe nehmen.
schaut's da drüben aus? Habt ihr die Bomben auch eingesammelt? Nein, habt ihr nicht. Ich ignoriere euch einfach mal alle ganz gekonnt, bis ich feststelle, dass ich das nicht kann. Hier, gönn dir, Minion. So, und einer noch soll's extra da rein. Bam, Junge. Sprengmeister. Gibt's sogar ein Achievement. Super, eins. Warum kann ich da was anvisieren? Ah, weil ihr buddeln könnt an der Stelle. Alles klar, ich weiß noch nicht, was ihr buddeln könnt, aber buddelt mal. Das machten die nämlich jetzt auch. Alles klar, ihr buddelt eine Bombe aus. Das habe ich mir schon fast gedacht, ehrlich gesagt. So, da hier ist End of Mission. Wir müssen da nur durchkommen. Dadurch, dass die eine Explosion dafür gesorgt hat, dass zwei von den Viechern gestorben sind, habe ich das Gefühl, dass ich eventuell verkackt habe, weil mir jetzt eine Bombe fehlen wird. Nein, ich hatte hier eine Bombe zu viel. Das Ding braucht nur zwei. Yo, die Wand ist weg. Und wenn ich jetzt den Move mache, in Kombination mit diesem Move, ist die Tür offen. Und wir haben ihn. Huge Pog. Halt! Meine Damen und Herren, mir ist gerade was eingefallen. Wenn das funktioniert, habe ich gleich eine der besten Scores weltweit. Das muss ich jetzt einfach probieren. Wenn das funktioniert, ist die gesamte Mission nicht für Deluxe gebaut. Aber holy shit, wenn das funktioniert. Holy Mary Mother of Fuck, wenn das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert nicht. Ich hoffe, das funktioniert nicht. Einige von euch sind vielleicht schon drauf gekommen, auf was ich vorhabe. Und holy shit, wäre das eine Abteilung von Käse, wenn das geht. Das auch gleich ein. Dann wird jetzt erstmal gesprengmeistert. Bombe. Bombe. Mitnehmen.
dreimal Bombe. Und ihr buddelt gleichzeitig noch. Du gehst nach da drüben und gehst schon mal hier pflücken. Sehr gut, mitnehmen, 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 Leute. Super. Lass es dir schmecken. Durch diesen Fauxpas haben wir jetzt eine Bombe extra. Und ein gelbes Pigment zu wenig. Ne, jetzt passt wieder. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. Und voll. Ab zurück nach drüben. Ab zu ihm. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Mach, 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 mach. Tot, 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 tot. Und zwar zu ihm hier. Weg mit ihm. So. Es ist gleich soweit. Gleich ist. Entweder ist die Mission jetzt gleich vorbei. Oder die Entwickler haben mitgedacht. Ich hoffe, die Entwickler haben mitgedacht. Aber es kann sein, dass gleich Feierabend ist mit der Mission. Einfach so. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es abgefangen wird. Und zwar, Ulima ist jetzt auf der Seite, ne? Und Louis ist da. Aber was ist, wenn ich mit meiner Pfeife bis nach da drüben komme? Dann laufen sie in den Selbstmord. Well, I tried my idea. And it is suicide. Ich dachte, es endet in der Sekunde, wo ich quasi die Leute anpfeife. Nein. Man muss wirklich auch nah aneinander stehen bleiben wahrscheinlich. Sad. If that would have worked. Oh boy. You are dead. Mitnehmen, klatschen. Irgendwo da drinnen dürfte noch eine sein. Weil der eine hat noch eine Bombe gespawnt gehabt. Dachte ich und color me disappoint. Wollt ihr nicht mithelfen? Oder was ist mit euch anderen los?
Gut, während das da gemacht wird, haben wir jetzt sehr viele gelbe. Dann holen wir uns jetzt das Ding da drin. Das Feeling, wenn man aus Versehen einen Tab zumacht. Ah, yes, I know what you mean. Übrigens, ja, es war gewollt, dass ich von dem Ding getroffen werde. Ich will nicht, dass er die Pikmin daran hindert. Louis, wie schaut's aus? Seid ihr immer noch nicht fertig? Soll ich meine Oma anrufen oder was? Gut, die haben fertig. Ja, kommt Leute. Hast du die Bombe? Sehr gut. Feuer frei. Hervorragend. Nehmen Bomben mit. Och Mädel. Sammel's doch ein. Meine Fresse. Du sollst einen leuchtenden Stein aufheben und keine Quantenphysik studieren. Schluss. Mit 88 Pikmin auf dem Feld. Das ist doch mal eine Armee. Neuer Highscore? Nee, ne? Als ich Louis gefunden hatte, sagte er, was er getan hätte. Täte ihm leid. Trotzdem werde ich etwas wachsameres Auge auf ihn werfen müssen. Nachdem ihn die Forscher von Koppai gerettet hatten, hatte er sich auch abgesetzt. Und zwar mit ihren Vorräten. Auf diesem Planeten ist man mit Partnern besser dran. Nur hoffe ich, dass ich genug Nahrung für ihn. Ich finde genug Nahrung für ihn. Ja, Louis ist wie ich. Immer schön reinschaufeln. Dann wird das auch. Also das Bonuskapitel geht ziemlich lange. Das gefällt mir. Große Früchte zu bewegen erfordert eine Menge Pikmin. Die Flügelpikmin können zwar übers Wasser fliegen, aber sind nicht sehr angriffsstark. Berücksichtigen Sie dies bei der Planung. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich in der Gegend riesige Früchte befinden. Also wird sich Louis vermutlich durch das Gebiet hindurchfressen. Vielleicht überstehe ich das Ganze doch noch ohne Gardinenpredigt des Präsidenten. Außerdem empfange ich schwache Signale eines Teils des Schiffes. Zeit für eine weitere Expedition. Dieses Mission-Based-Stuff-Gedöns ist irgendwie... Weiß nicht, ob ich das so mega geil finde. Als eigenes Spiel hätte ich es nicht so geil gefunden, aber da das hier alles nur Bonuskram ist, finde ich es ziemlich nice. Haben wir alle Pikmin? Ja, ich habe alle. Und, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, ich kann nicht mit der Zwiebel interagieren. Heißt quasi, alle Pikmin, die ich einmal erstelle, bleiben auch diese Pikmin. Ich kann also nicht ausswappen, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Habt ihr's? Ja. Louis, hol Pikmin. Fliegevieh. Angriff! Super. Glaube ich. Sehr schön. Ich habe nur Flügel-Pikmin. Okay, ich dachte, ich soll jetzt irgendein Rätsel draus machen, wie viele Pikmin ich von was generiere, weil es sonst dämlich wird. No. Ich habe die schwächsten Kämpfer. Also brauchen wir